Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In diesem Video schauen wir uns mal Alternativen zu ein paar klassischen Konnektoren an und natürlich gibt es auch wieder ein paar Übungen, die ihr zu Hause mitmachen könnt. Los geht's! Wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, dann schreibt bitte unten in die Kommentare mit diesen neuen, schöneren Konnektoren ein paar schöne Beispielsätze, damit ihr die auch im Kopf behaltet. Der erste Konnektor ist deshalb und hier habe ich gleich drei Synonyme für euch. Und das sind infolgedessen, folglich und sodass. Diese vier Konnektoren haben alle exakt die gleiche Bedeutung. Es ist aber natürlich so, dass deshalb ein bisschen Standard ist, ja, das lernt ihr ja schon relativ früh in A2 und folglich, infolgedessen und so das lernt ihr in höheren Leveln. Und das ist auch die Idee von dem heutigen Video, speziell beim Schreiben, wenn ihr in der Zukunft in einem B2 oder in einem C1-Test eine Schreibaufgabe habt und dort einen Deshalbsatz schreiben wollt, schreibt ihr den natürlich nicht, sondern ihr schreibt den lieber mit folglich, infolgedessen oder mit sodass. Machen wir mal ein paar Beispiele. Morgen hat er ein wichtiges Bewerbungsgespräch, deshalb bereitet er sich heute gut vor. Und diesen Satz kann ich jetzt also auch mit infolgedessen, folglich und sodass bilden. Bei folglich und infolgedessen steht das Verb auch auf Position 1. Also, morgen hat er ein wichtiges Bewerbungsgespräch. Folglich oder infolgedessen bereitet er sich heute gut vor. Bei sodass ist das natürlich ein bisschen anders. Hier müssen wir das Verb ans Ende stellen. Morgen hat er ein wichtiges Bewerbungsgespräch, sodass er sich heute gut vorbereitet. Mit sodass können wir aber auch noch etwas anderes machen. Wir können diesen Konnektor nämlich trennen. Dafür brauchen wir nur ein Adjektiv oder eine Präpositionalergänzung im Hauptsatz. Ein ganz einfaches Beispiel mit einem Adjektiv wäre: Ich bin müde, sodass ich jetzt schlafen gehe. Oder ihr könnt sagen: Ich bin so müde, dass ich jetzt schlafen gehe. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Variante schöner klingt, dann klingt die trennbare Variante immer ein bisschen schöner. Und wie gesagt, das gleiche geht auch mit einer Präpositionalergänzung. Ein Beispiel: Ich freue mich auf die Party. Auf die Party ist die Präpositionalergänzung, sodass ich jetzt schon mal alles vorbereite. Auch hier können wir jetzt das so vor die Präpositionalergänzung setzen, dann klingt das so. Ich freue mich so auf die Party, dass ich jetzt schon mal alles vorbereite. So, dann kommen jetzt zwei Beispiele für euch. Ihr sollt diese Sätze jetzt korrekt ordnen. Dann kommen wir zum nächsten Konnektor und der ist auch ganz einfach, das ist aber und Alternativen dafür sind allerdings oder jedoch. Zum Beispiel: Ich brauche eigentlich seine Hilfe, aber er hat gesagt, dass er dafür keine Zeit hat. Oder: Ich brauche eigentlich seine Hilfe, jedoch oder allerdings hat er gesagt, dass er dafür keine Zeit hat. Ihr seht wieder, das Verb muss bei diesen beiden Konnektoren in Position 1. Alles klar, dann kommen jetzt auch hier zwei Beispiele für euch.
Der nächste Konnektor ist dann und die Alternative dafür ist anschließend. Zum Beispiel, ich mache mich jetzt fertig, dann gehe ich los. Ich kann auch sagen, ich mache mich jetzt fertig, anschließend gehe ich los. Und das klingt gleich wieder viel, viel schöner. Bevor wir jetzt zu den Beispielen kommen, wollte ich euch hier noch ganz kurz das Verb fertig machen erklären. Es gibt einmal sich fertig machen und einmal jemanden fertig machen. Sich fertig machen heißt so viel wie duschen, bei Frauen sich schminken, sich anziehen. Ja, das ist sich fertig machen, um dann rauszugehen. Zum Beispiel, Frauen brauchen oft sehr lange, um sich fertig zu machen. Jemanden fertig machen ist eine Alternative für jemanden runtermachen oder auch jemanden mobben. Zum Beispiel, in der Klasse machen ihn alle anderen Mitschüler ständig fertig. Das heißt, sie sind nicht nett zu ihm, sie sind gemein, sie beleidigen ihn und so weiter. Alles klar, dann kommen jetzt wieder zwei Beispiele für euch. Dann haben wir obwohl und die Alternative hierfür wäre dabei. Zum Beispiel, sie kommt schon wieder zu spät, obwohl sie mir versprochen hat, ab jetzt immer pünktlich zu kommen. Die Alternative, sie kommt schon wieder zu spät, dabei hat sie mir versprochen, ab jetzt immer pünktlich zu kommen. Auch wieder hier darauf achten, wo das Verb steht. Nach dabei steht das Verb in Position 1, nach obwohl steht es am Ende. Dann wieder zwei Beispiele für euch. Als nächstes haben wir wenn und Alternativen dafür sind falls oder sofern. Das sind aber keine hundertprozentigen Synonyme, sondern hier gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn ich falls oder sofern benutze, bedeutet das, dass ich Zweifel habe, dass das wirklich passieren wird. Zum Beispiel, ich komme um 12 Uhr an, wenn der Zug pünktlich abfährt. Oder ich komme um 12 Uhr an, falls oder sofern der Zug pünktlich abfährt. Wenn ich jetzt hier also falls oder sofern benutze, denke ich, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, ich habe meine Zweifel, dass der Zug wirklich pünktlich abfährt. Das ist aber nur ein kleiner, feiner Unterschied. Also, jetzt seid ihr dran. Eure zwei Beispiele. Drei haben wir noch und das nächste ist auch wenn und die Alternativen dafür sind wenngleich oder obgleich. Zum Beispiel, leider schaffe ich es nicht, auch wenn ich gerne kommen würde. Leider schaffe ich es nicht, obgleich oder wenngleich ich auch gerne kommen würde. Ihr seht hier kein Problem, bei beiden Beispielen steht das Verb am Ende. Dann wieder zwei für euch.
Als nächstes haben wir den Konnektor davor und die Alternative ist zuvor. Zum Beispiel, ich putze gleich die Wohnung, davor gehe ich noch einkaufen. Oder ich putze gleich die Wohnung, zuvor gehe ich noch einkaufen. Und Leute, weil mir das gerade nochmal auffällt, während ich diese Sätze spreche, die zweite Variante, also die Alternative, die ich euch gebe, klingt wirklich viel, viel schöner. Also lernt unbedingt diese Alternativen zu benutzen, nicht nur beim Schreiben. Beim Schreiben ist das sehr wichtig, aber ihr könnt die auch beim Sprechen benutzen. Dann kommen wieder zwei Beispiele für euch. So, und der letzte Konnektor ist weil und eine Alternative dafür ist da. Ich komme zu spät, weil ich den Bus verpasst habe. Oder ich komme zu spät, da ich den Bus verpasst habe. Das ist auch super einfach, das sind auch hundertprozentige Synonyme. Das könnt ihr sogar schon bei B1-Briefen benutzen. Also, dann kommen jetzt die letzten zwei Beispiele für euch und dann sind wir fertig. Also Leute, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und vergesst bitte die Hausaufgabe nicht. Schreibt ein paar schöne Beispiele mit diesen neuen Konnektoren unten in die Kommentare. Alles klar Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.